Ja, ist Röntgen schädlich? Ist die Strahlenbelastung heute immer noch so hoch wie früher? Hier ist es ganz klar so, dass man sagen muss, beim Röntgenbild, man sollte ein Röntgenbild immer anfertigen, wenn es nötig ist, also wenn eine ärztliche Indikation besteht. Die kann bestehen, um eben zum Beispiel Schmerzen zu eruieren, zu sehen, was ist die Ursache für die Erkrankung, wie weit ist eine Erkrankung fortgeschritten, oder man braucht ein Röntgenbild zum Beispiel im Rahmen der Operationsplanung, beim Setzen von Implantaten oder eben auch beim Entfernen von Weisheitszähnen. In der Röntgendiagnostik gibt es natürlich ein weit verbreitetes Prinzip, das heißt ALARA. Bedeutet vom Englischen ins Deutsche übersetzt, dass man so viel Strahlung wie nötig aufwendet, um ein vernünftiges Röntgenbild, das auch eben aussagekräftig ist, zu generieren, dass man aber so wenig Strahlung wie irgend möglich verwendet. Wie wird das Prinzip umgesetzt? Grob spielt hier die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Früher wurden Röntgenbilder konventionell hergestellt, es wurden also Folien belichtet, die wurden entwickelt, und bei diesen Verfahren war einfach viel mehr Strahlung notwendig, um ein Röntgenbild zu generieren, das man mit menschlichem Auge befunden konnte. Jetzt, wo wir digital röntgen, wird ein Sensor belichtet mit der Röntgenstrahlung und ein Computer rechnet dann ein entsprechendes Röntgenbild aus. Das heißt, das, was ich auf dem Bildschirm sehe, ist natürlich vom Computer errechnet und visualisiert es jetzt für meine Augen. Und bei diesem Verfahren ist einfach viel, viel weniger Strahlung notwendig. Die Sensoren werden mit der Zeit immer genauer, sensibler, sodass konsequent die Röntgenstrahlung immer mehr minimiert werden konnte. Das kann man an zwei Beispielen festmachen. Zum einen ist es so, dass zum Beispiel dreidimensionale Röntgenbilder, die wir nur auf einen kleinen Kieferbereich einschränken, eine ähnliche Strahlung benötigen wie zum Beispiel ein zweidimensionales Bild vom ganzen Kiefer. Das heißt, ein 3D-Bild, was früher als per se eher mit einer höheren Strahlung einherging, ist mir jetzt mittlerweile in einen Bereich der normalen Röntgendiagnostik reingerückt. Ich bekomme also hier eine viel, viel bessere Darstellung des Kiefers mit viel, viel mehr Informationen über Nervverlauf, Zahnposition, als das im 2D-Bild möglich wäre. Mehr Informationen, aber gleichzeitig mit einer vergleichbaren Strahlenmenge. Bedeutet für den Patienten mehr Sicherheit bei operativen Eingriffen, gleichzeitig aber nicht mehr Strahlung. An einer anderen Zahl kann man es auch sehen. Die Zahnmedizin ist nach der Radiologie die Fachgruppe, in der die meisten Röntgenbilder nach ihrer Anzahl hergestellt werden. Das heißt, wir röntgen natürlich häufig, aber wir röntgen klein. Wir röntgen mit kleinen Zahnfilmen, nur einzelne Zähne. Wir machen keine Ganzkörperaufnahmen, wie das bei den Radiologen der Fall ist. Gleichzeitig steigt diese Zahl der Röntgenbilder, die angefertigt werden, an. Man weiß aber statistisch aufgrund der technischen Entwicklung, dass die Strahlenbelastung, die wir der Bevölkerung zumuten, eher sinkt. Das heißt, wir sind, was die Strahlenmenge betrifft, die im medizinischen Bereich aufgewandt wird in der Patientenbetreuung, eben nicht an Position 2, sondern weit dahinter. Wir sind in einem einstelligen Prozentbereich für verabreichte Strahlung verantwortlich. Und hieran sieht man natürlich, dass die Menge der Röntgenbilder nicht unbedingt einhergeht mit der Strahlenbelastung. Das hängt eben klar damit zusammen, dass hier digitale Röntgenverfahren angewandt werden und dass wir gleichzeitig auch eher kleine Volumina röntgen. Kurz zusammengefasst kann man immer noch sagen, dass das Röntgen beim Zahnarzt per se ungefährlich ist. Vergleichbar ist ein Flug in ein Urlaubsdomizil nach Spanien mit einer viel, viel höheren Strahlenbelastung verbunden als zum Beispiel ein zahnärztliches Röntgenbild. Also wer weiterhin mit gutem Gewissen in den Urlaub fliegt, sollte sich auch weiterhin mit gutem Gewissen beim Zahnarzt röntgen lassen. Ich hoffe, die eine oder andere Frage beantwortet zu haben. Gerne weitere Fragen im Kommentarfeld. Über ein Like würde ich mich immer freuen. Weitere Videos sind auf unserer YouTube-Seite oder bei Instagram oder Facebook zu finden. Vielen Dank.